wir fühlen uns auch hier sehr, sehr wohl. Wir haben also hier schon sehr viele Gleichgesinnte getroffen. Wir haben auch alte Bekannte getroffen von alten Rhein Aviation, mit denen wir vorher auch schon sehr gute Beziehungen hatten und die auch hier einen sehr, sehr guten Job machen und auch sehr bekannt sind. Wir sehen also hier auch das FFA-Museum. Wir sehen, dass hier auch die Flugzeuge, auch die historischen Flugzeuge, dass die auch alle geflogen werden. Wir wollen uns auch hier involvieren. Und ich sehe die Zukunft eigentlich sehr, sehr positiv. Und heute ist ein großer Tag. Ja, ich war natürlich sehr nervös. Sie ist jetzt hier in der neuen Heimat, aber es ist schon interessant, das Ganze zu verfolgen, wie sie da am Hubschrauber hängt. Und ich muss sagen, das ist ein Unternehmen, Rotex, das ich sehr bewundere. Was die schon alles transportiert haben, also auch auf Berge und jetzt die U-52, das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Die Entscheidung, jetzt hier nach Alten hereinzukommen, ne, war das Beste, oder? Altenrhein ist eigentlich eine sehr gute Alternative. Vor allen Dingen hier am Bodensee war ja auch Dornier. Hier auf dem Platz ist ja auch die DOX gebaut worden. Zeppelin auch nicht sehr weit. Also sind eigentlich drei große und starke Namen. Und mit Hugo Junkers kann man natürlich auch noch sehr viele Geschichten über die Luftfahrt erzählen. Im Hintergrund steht auch die F-13, das erste Ganzmetallverkehrsflugzeug der Welt von 1919, die U-52 von 1932. Diese U jetzt speziell ist von 1939. Was sind die Pläne für die Zukunft? In diesem Hangar wird die Endmontage sein. Wir werden in Wittnau Teile vorbereiten, wie zum Beispiel Seitenruder, Höhenruder, auch die Querruder. Und hier wird dann auch alles zusammengesetzt. Das heißt, wir sehen vielleicht das Jahr 2022. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit bereits jetzt schon mit dem Fliegermuseum, wo wir auch Vorträge halten werden über Hugo Junkers. Wir haben also hier eine Bevölkerung, die auch sehr luftfahrtaffin ist. Wir haben hier eigentlich eine sehr schöne Gegend. Das ist jetzt hier, wenn man so will, ein Neuanfang. Aber ich glaube, dass wir jetzt einen ganz großen Sprung nach vorne machen. Ich möchte mich da auch bei meinem Team bedanken, die alle wirklich eine super Arbeit leisten. Das Schöne ist, dass das Team hat die volle Leidenschaft. Und es macht ihnen einen unheimlich großen Spaß, auch an diesem Flugzeug zu arbeiten, und sind also wirklich voll motiviert. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, ja, dass ich also auch meine Leidenschaft und meine Freude auf das Team übertragen konnte.